Man hat teilweise wirklich Erstaunliches gefunden, nämlich, dass dieser Hacker eine Google-Mail-Adresse benutzt haben soll. Russische Hacker mit Google-Mail-Adresse, ich weiß nicht. Entweder war dieser russische Hacker wirklich strunzdumm, der dümmste Hacker der ganzen Welt, oder ich muss immer ganz genau überlegen, was ich euch erzähle und was nicht, weil, wie ihr euch erinnert, war ja ein Teil der Sitzung nicht geheim und ein anderer Teil war geheim. Und das eine darf ich erzählen und das andere, darauf steht Todesstrafe. Das stimmt natürlich nicht und den Satz fangen wir auch nochmal von vorne an. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Ausschussreport zum Digitalausschuss. Wie ihr seht, bin ich im Paul-Löbe-Haus, also nicht per Videokonferenz im Ausschuss gewesen. Das lag daran, dass wir heute eine ganz besondere Sitzung hatten, weil es nämlich um ein sehr sensibles und ein bisschen geheimes Thema ging. Es ging nämlich um einen Hackerangriff auf das Netz des Bundestages bzw. auf Rechner in Abgeordnetenbüros im Jahre 2015. Da ist vor kurzem ein Haftbefehl gegen einen russischen Hacker erlassen worden. Und es war völlig klar, dass wahrscheinlich ein Teil oder vielleicht sogar alle Informationen, die wir bekommen, als geheim eingestuft werden. Und dann kann man natürlich keine Videokonferenz mehr machen. Also entweder man kommt her und hört was oder man ist halt nicht dabei. Also war ich hier und erstaunlicherweise war ein sehr großer Teil des Meetings gar nicht eingestuft, sondern erst zum Schluss hieß es so, und jetzt machen wir noch ein paar Fragen, die sind ein bisschen geheim. Da müssen alle Handys abgegeben werden, alle iPads abgegeben werden. Die werden dann an persönliche Briefumschläge zugeklebt und danach, wenn man sich dann noch Notizen macht, werden die auch eingesammelt und die landen dann in einer Geheimschutzstelle, wo man sie später nochmal einsehen kann, wenn man was kontrollieren will. Der Hackerangriff, um den es ging, ereignete sich im Jahre 2015. Da war ich ja bekanntlich noch gar nicht im Bundestag, aber ich habe es natürlich auch in den Nachrichten gelesen. Habt ihr vielleicht auch, es wurde auch immer wieder mal davon berichtet, es gab auch andere Hackerangriffe und wie wir heute erfahren haben, sind nur durch die Ermittlungen und die Kooperation der Ermittlungsbehörden verschiedener Länder, die ähnliche solcher Angriffe erlitten hatten, aber gar nicht auf die Parlamente, sondern auf andere Institutionen, durch diese Kooperation war es möglich, am Ende verschiedene Puzzleteile zusammenzuführen und sich zumindest ziemlich sicher zu sein, also einen dringenden Tatverdacht zu haben, dass es sich um einen ganz bestimmten russischen Hacker namens Badin handelt, der auch unter dem Pseudonym Skaramouche unterwegs war. Es wurden zum Beispiel die Hackerangriffe ausgewertet, die damals auf den Democratic Congress in den USA ausgeübt worden sind, wo man ja bekanntlich ganz viele Mails, Clinton-Wahlkampf, ihr erinnert euch ganz dunkel, erbeutet hatte. Es gab aber auch noch andere Hackerangriffe, zum Beispiel in Lausanne und auch in Den Haag. Und der letzte davon in Den Haag, der war 2018. Direkt vor Ort haben da russische Hacker versucht, irgendwo einzubrechen und sind quasi auf frischer Tat ertappt worden. Nicht in persona verhaftet, aber ihre IT hat man gekriegt. Und in dem Moment, wo man IT in der Hand hält, also die Hardware, kann man deutlich mehr recherchieren, das ist klar. Da ging dann die Computerforensik los und Fachleute verschiedenster Institutionen haben sich darüber hergemacht, herauszufinden, was man da so in diesen Servern und Laptop findet. Man hat teilweise wirklich Erstaunliches gefunden, nämlich, dass dieser Hacker eine Google-Mail-Adresse benutzt haben soll. Russische Hacker mit Google-Mail-Adresse, ich weiß nicht. Entweder war dieser russische Hacker wirklich strunzdumm, der dümmste Hacker der ganzen Welt, oder, ich weiß nicht, vielleicht kommt ihr auch noch ein paar Oders, die es da so gibt. Jedenfalls soll er diese Google-Mail-Adresse verknüpft haben mit diesem Hacker-Pseudonym Skaramouche, das er benutzt hat. Und er soll auf Game-Plattformen damit unterwegs gewesen sein. Er soll das in Messenger benutzt haben. Man konnte das also alles miteinander verbinden, sodass sich dann die Identität Herr Badin mit dem Pseudonym Skaramouche und diesem Hackerangriff verknüpfen ließ. Wir haben im Ausschuss natürlich gefragt, kann man sich denn wirklich sicher sein? Also jeder kann sich doch Skaramouche nennen, vor allem wenn man weiß, das ist ein Pseudonym, das ein bestimmter Hacker benutzt oder einfach nur durch Zufall. Und da hieß es aber, man ist sich sehr sicher, aber hundertprozentige Sicherheit gibt es dabei nicht. Das ist nicht neu, das wissen wir von allen Hackerangriffen. Man ist sich aber immerhin nach 4,5 Jahren Ermittlungen sicher genug, um jetzt
direkt vor Ablauf der Verjährungsfrist dieser Attacke einen Haftbefehl ausstellen zu lassen. Man hat keine Ahnung, wo sich dieser Mensch befindet. Der Haftbefehl geht außerdem gegen unbekannte Dritte, denn man weiß, es waren auch andere Menschen daran beteiligt. Wie viele weiß man nicht, wo die sind, weiß man auch nicht. Man ermittelt aber selbstverständlich weiter. Ich muss immer ziemlich genau aufpassen, was ich euch erzähle und was nicht, denn ihr erinnert euch, der eine Teil der Sitzung, der war ja ganz normal, da kann ich euch auch was drüber erzählen. Der andere Teil, der war aber geheim. Da wurden zum Beispiel Zahlen genannt, ja, wie viele Abgeordnete betroffen waren und sowas. Darf ich auf keinen Fall sagen, ja, böse, böse, macht sich Anke strafbar, kriegt Ärger, will man nicht. Werde ich also auch nicht machen. Aber das mit dem Google-Mail-Account, das konntet ihr sogar schon in irgendwelchen Medien nachlesen, das ist heute auch bestätigt worden. An den Ermittlungen, die inzwischen seit über 4,5 Jahren laufen, waren ja viele verschiedene Institutionen und Organisationen beteiligt. Relativ neu war die Information, dass auch die Bundespolizei dazu gehörte. Es wurde also heute auch gefragt, seit wann waren sie denn eigentlich involviert und in welcher Rolle. 2016 haben wir erfahren, hat das BKA die Bundespolizei um Hilfe gebeten, insbesondere eine Abteilung, die sich ausschließlich mit technischer Forensik beschäftigt, die also zum Beispiel in solche Server hineingucken kann und analysieren kann, auf welche Art und Weise ein Angriff vorgenommen worden ist. Auch wesentlich dazu beigetragen hat der sogenannte Mueller-Report, der in den USA erstellt worden ist, um den Einfluss russischer Hacker auf die letzten Präsidentschaftswahlen zu untersuchen. Dieser Ermittlungsbericht, diese Anklageschrift, die da erstellt worden ist und die im Übrigen auch 12 bestimmte Namen enthält, die wurden übergeben an die deutschen Ermittlungsbehörden und sind natürlich eingeflossen in die Ermittlungsarbeit. Und so konnte man nach und nach relativ weit aufklären, was da eigentlich genau im Jahre 2015 passiert ist. Nicht alles ist jetzt neu herausgekommen, aber wir wissen zumindest inzwischen, dass man auch über eine klassische Phishing-Mail die Möglichkeit hatte, einen Rechner zu übernehmen, einem Abgeordnetenbüro und von da aus auch auf andere Abgeordnetenbüros zuzugreifen. Das ist heute der Form nicht mehr möglich. Man hat natürlich nach diesem Angriff auch ganz viele Erfahrungen gesammelt, auch wie man das Netz des Bundestages besser schützt. Das ist auch seitdem in dieser Form nicht wieder vorgekommen. Alles andere kann ich euch nicht sagen, weil es ist ja total geheim. Ihr habt da nicht wesentlich viel verpasst, nur einige ganz wenige Dinge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Das nächste Mal gibt es einen anderen Digital-Ausschuss-Report per Video auf YouTube. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Hallo. Das mache ich doch immer, aber du kannst es auch angucken. Mein berühmt-berüchtigter Videoausschussreport zum Digitalausschuss.